Hallöchen, Leute. Willkommen. Oh mein Gott, ich habe 500 FPS. Okay, egal. Willkommen zurück zu einem neuen Video, beziehungsweise einem neuen Spiel. Dies hier ist Faster Than Light. Und ihr kennt das bestimmt von, Steam zum Beispiel kam es letztens erst raus, 2012, von Subset Games. Die sind Indie-Developer. Also das ist schon mal ein Plus für mich. Und es ist ein sehr, 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 sehr süchtig machendes Spiel. Also strategisch, was ich eigentlich gar nicht mag. Ich mag nicht so strategische Sachen, vor allem nicht Mittelalter etc. So Point-and-Click, aber das hier ist eine Ausnahme, sagen wir es so. Und ich habe einen Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, namens The Rucksack Man. Ich weiß nicht, wieso er diesen Namen gewählt hat, aber es war ein Scherz, ich weiß es. Aber auf jeden Fall, hier ist ein Link zu seinem Channel, der hat vor kurzem angefangen zu Let's Playen. Ihr sollt nicht drauf gehen, weil ich es gesagt habe. Geht mal drauf, falls ihr Interesse habt, ihn auszuchecken, sagen wir es so. Ihr könnt sicher sein, er hat das Access Seal of Approval. Und wenn ihr wenn ihr auf seinen Channel geht und ihr werdet wahrscheinlich erstmal nur Mass Effect sehen. Wenn ihr das gucken wollt, gerne, das hat er in seinem Sortiment. Aber wenn ihr wollt, dass er für FTL spielt, denn ich weiß, dass er FTL spielt und zwar sehr gut, er ist besser als ich, dürft ihr ihn gerne anschreiben und sagen, hey, spiel doch mal ein bisschen FTL. Wenn ihr einen besseren sehen wollt als mich, dann dürft ihr das gerne bei ihm tun, in seinem Kanalkommentare oder schreibt ihm eine Message oder sowas, http://youtube.com/therucksackman mit R und T groß. Und wir machen jetzt mal mit FTL weiter. FTL ist ein, wie gesagt, Rook-like. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht. Ein Rook-like, das heißt, es ist so ein bisschen wie A Binding of Isaac, es ist random, aber von dem Spielgefühl halt ganz anders. Und ich habe, glaube ich, noch gar nichts freigeschaltet. Ja, noch gar nichts freigeschaltet, so wie es aussieht. Aber ich merke gerade, ich habe... ich merke gerade, ich habe meine Steam-Cloud wahrscheinlich gar nicht angestellt und deswegen lädt er meine Daten nicht. Und deswegen werde ich mal ganz kurz neu starten. Mal gucken, ob meine Daten wieder zurück sind. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich war auch nicht so weit. Ich habe, glaube ich, einen Run gemacht. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns gleich. Okay, rein gar nichts. Wir haben immer noch keine Chips, aber das ist egal. Ich erkläre euch jetzt einfach mal mit dem Standard-Chip. Und das ist The Kestrel. Kestrel ist ein cooler Name, den werde ich behalten. Aber ich werde meine Crew ein bisschen nach umbenennen. Wie wär's denn mit Pika 96. Ups. Ach, scheiße, stimmt, hier ist ja alles verdreht. Moment. Pika 96. Oder besser gesagt, nennen wir ihn Seestern. Den hier nennen wir, Atofu. Frag mich nicht. Und den hier nennen wir... ist ganz passend, weil das eine Frau ist. Nennen wir sie Access One. Ups. Ganz vergessen. Nein, so bitte. So, ja, genau. Mein Güte. So, auf jeden Fall, wir haben unsere Crew jetzt. Und jetzt starten wir einfach mal das Spiel auf easy, damit ich ein bisschen besser demonstrieren kann, wie das Ganze funktioniert. Death, remember, losing is part of the fun. No, I'm serious. Okay, also wir starten hier und haben unsere Crewmember. Und natürlich wollen wir die Frau ans Steuer lassen. Atofu ist übrigens auch eine Frau, ist mir gerade aufgefallen. Seestern. Wir nehmen einfach mal mich als Piloten. Wir setzen Atofu an die Schilde und Seestern an die Waffen. Und jetzt powern wir erstmal unsere Waffen. Also wir sehen hier erst einmal unsere Leben oben links. Das ist unsere Hull, also unsere Hülle. Und die repräsentiert unsere Leben. Wenn die auf Null sind, sterben wir. Dann haben wir hier rechts daneben Scrap. Das Scrap ist sozusagen die Währung in diesem Game. Und damit können wir Sachen aufwerten, wie ihr sehen könnt. Können Sachen kaufen und zudem auch noch, Energie aufwerten etc. Wie gesagt, unsere Crew haben alle Leben. Und wenn diese angegriffen werden, dann verlieren sie die Leben. Wir können die wieder herstellen, indem wir sie in den Medbay schicken hier. Es wäre natürlich besser, wenn ich das Game hier ein bisschen erkläre, während ich spiele. Aber erstmal muss ich durch die Basen gehen, sagen wir es so, die Grundbegriffe. Und das ist unsere ganzen Sachen hier. Das sind Medbay, unsere Waffen, unsere Sauerstoff, unsere Engines, unsere Schilde und unsere Subsysteme. Das sind Sensoren, Türen und Autopilot. Und wir können Energie in verschiedene Sachen stecken. Wir müssen also aufwerten. Und dann Energie reinstecken, damit wir es benutzen können. Je mehr Schilde wir haben, desto besser ist es, denn wenn wir abgeschossen werden und eine Waffe, die keine Rakete ist, wird an dem Schild abprallen, dann wird das Schild kurz weg sein und anschließend wiederkommen. Und je mehr Schilde wir haben, ganz offensichtlich, haben wir dann bessere Chancen zu gewinnen. Und wir haben hier Waffen, von denen ich gar nicht erklären muss, was sie machen, weil jede Waffe seine eigene Beschreibung hat. Es gibt Laser, es gibt Beams, es gibt Raketen, es gibt Bomben, alles mögliche. Und wir haben hier den Artemis, den setzen wir auf eine zweite Stelle. Der schießt eine Rakete, umgeht alle Schilde. Und wir haben den Burst Laser, der schießt dreimal. Und übrigens, der Soundtrack von diesem Game ist einfach himmlisch. Okay, was wir jetzt machen, ist die Energie aus dem Medbay rausnehmen, solange wir es nicht brauchen, und stecken es in die Engines. Denn die Engine bedeutet, dass wir mehr Dodge Chance haben. Je mehr die Engine an Energie hat und Level, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir
dodgen können. Aber auf jeden Fall, wir werden jetzt als erstes mal jumpen. Und zwar, wir werden uns hier lang bewegen. Und jedes Mal, wenn wir jumpen, kommt die Rebel Fleet hinter uns her. Das sind diejenigen, die uns verfolgen. Wir sind nämlich von der Regierung, in Anführungszeichen, beauftragt. Und jedes Mal, wenn wir an so einen Beacon kommen hier, kommt so eine Art Event. Ich mache das jetzt einfach mal Board the Station Looking for Survivors. Also wir haben hier eine Weltraumstation und die sieht aus, als ob sie verlassen wurde, aber die Sensoren zeigen an, dass da noch Leben drauf ist. Es könnte jetzt eventuell sein, dass wir Nachteile bekommen, indem wir danach suchen. Es könnte nämlich sein, dass einer unserer Member stirbt. Also gucken wir mal. Ja, ja. Wir haben gerade jemanden verloren, und zwar unseren Piloten, also Access One ist schon mal tot. Das ist schlecht, denn Crewmembers sind sehr wichtig. Also ich werde jetzt natürlich weitermachen und nicht sagen, oh, mein Crewmember ist weg. Nein. Aber es ist halt scheiße, weil unsere Piloten sind wichtig und beziehungsweise alle Menschen, die wir haben, die sind wichtig. Und übrigens, es gibt mehr als nur Menschen. Es gibt auch andere Sachen, die halt andere Rassen, sagen wir es so. Aber ja, unser Ziel ist es, zum Exit zu kommen und anschließend in den nächsten Sektor. Und es gibt 8 Sektoren. Und auf dem Weg zum Sektoren sollten wir also viele Beacons wie möglich besuchen. Denn diese bedeuten, dass wir... Oh, sollte ich das vielleicht tun? Diese bedeuten, dass wir mehr Sachen bekommen könnten. Wir haben einen automatischen Scout. Also das ist kein bemanntes Schiff, sondern das ist ein Scout, der automatisch reagiert. Und der scheint deaktiviert zu sein. Und wir können versuchen, seine Sachen, seine Daten zu downloaden, ohne ihn zu aktivieren. Es könnte aber sein, dass wir ihn aktivieren. Oder wir riskieren das alles nicht und kriegen einfach nur 11 Scrap. Und ich glaube, ich will das nicht, obwohl der hat ein Schild. Wisst ihr was, wir... Ja, wir haben ihn wieder aktiviert. Das ist leider die schlechte Ausgangssituation. Aber auf jeden Fall, wir werden jetzt erstmal mit den Raketen draufballern. Diese gehen um Schilde und da zielen wir auf die Schilde. Ihr werdet schnell kapieren, wie das Spiel hier funktioniert, wenn ihr erstmal zuschaut. Und ihr Laser ging um unsere Schilde nicht herum, denn die prallen danach ab. Das ging daneben, weil wir unsere Dodge Chance einigermaßen hoch haben. Wir machen mal auf Autofire. Und unsere Attacke ging auch gerade ebenfalls daneben. Und der Nachteil übrigens an Raketen ist, dass wir Raketen begrenzt haben. Laser können wir unendlich schießen. Und die gehen halt nicht um die Schilde herum, Raketen allerdings schon. Und jetzt, wo die Schilde down sind, wie ihr sehen könnt, hier oben sind die Schilde nicht mehr da, können wir jetzt auf die Waffen schießen und können ihre Waffen ausschalten. Und die Bombe ging daneben anscheinend, keine Ahnung. Und weil wir nicht wollen, dass noch eine Rakete geschossen wird, weil wir sowieso gewonnen haben, deaktivieren wir die wieder. Und schießen auf ihren Piloten. Denn wenn der Pilot aus ist, also eigentlich nützt es gar nichts mehr, weil sie tot sind, aber trotzdem... So, wir bekommen einmal Fuel, ein Drone Parts, Scrap. Drone Parts werde ich euch nicht erklären, noch nicht, denn noch ist das nutzlos. Wir haben einigermaßen viel Scrap, aber ich will unbedingt noch an den Shop gehen. Es gibt nämlich Stores, dort kann man nämlich Crewmember, beauftragen, beziehungsweise kaufen, so in dem Sinne. Und das will ich unbedingt machen, denn ich habe nämlich einen weniger. Das ist eine schlechte Ausgangssituation. Okay, es ist ein Feuer in einem kleinen Labor und wir wollen natürlich nicht, ja, wir versuchen mal dahin zu gehen und versuchen eine der Laboratoren zu retten. Und natürlich kriegen wir das nicht hin. Und die Laboratoren sterben alle. Allerdings ist uns nichts passiert, außer dem Hull Damage natürlich. Das ist das Gute. Das ist halt das Prinzip von FTL. Okay. Und der automatische Rebel Scout will weggehen und will sich... ihr werdet hier oben sehen, Enemy FTL Charging. Das bedeutet, dass sein Düsenjet aktiv ist. Er versucht gerade wegzuhüpfen, solange er es kann, also so schnell er es kann. Und sobald er weghüpft, wird er die Rebellen warnen. Und das ist ein schlechtes Zeichen für uns. Wir werden mal seinen Piloten ausschalten, denn ohne Pilot kann er leider nicht fliegen. Und jetzt als letztes noch das hier. Wir schicken unseren Typen hier rüber, der dann die Engines hoffentlich ein bisschen reparieren kann. Genau. Und Laser, bitte schieß. Vielen Dank. So. Der ist auch tot. Ja, genau. Jetzt bekommen wir diese Sachen hier. Und jetzt müssen wir nur noch die Sachen hier reparieren. Vielen Dank. Und dann müssen wir leider Atufu mitschicken. Du kommst hier mit. Und je mehr Crewmember ihr habt, wenn ihr mehr Crewmember benutzt, beziehungsweise bekommt, dann solltet ihr die unbedingt in die Schilde oder in die Engines schicken, denn die bekommen einen Bonus. Wenn ihr hier oben sehen könnt, hier ist ein leeres Männchen. Wenn das weiß ist, dann habt ihr ihn bemannt und dann ist es schneller. Beim Engines würdet ihr zusätzliche Dodge Chance bekommen, beim Schilden würden sie schneller nachladen. Und bei den Waffen ganz offensichtlich die, die Zeit, bis es nachgecharged ist, verringern. Und meine Stimme gibt langsam auf, aber das sollte nicht unbedingt schlimm sein. So, wir haben unsere Waffen bemannt, unseren Piloten ganz offensichtlich, denn ohne Pilot können wir leider nicht fliegen. Wir jumpen jetzt mal zum nächsten Punkt. Und sobald die Musik ein bisschen lauter wird, merken wir, dass ein Gegner da ist. Das ist schon mal eine gute Sache. Und diese haben Drohnen. Und wie die funktionieren, es ist sozusagen ein zusätzliches Modul. Das kann man sich kaufen, in seinem Schiff installieren, sowas.
Und Drohnen sind automatische, sozusagen Waffen. Also die Drohne wird automatisch feuern und das ist schlecht. Na komm, wie wär's denn? Müssen wir leider mit den Lasern auf die Schilde gehen. Genau, und gehen jetzt mal so mit den Raketen auf die Drohnen. Wir wollen nämlich nicht, das müssen wir übrigens noch nicht reparieren. Wir werden das später erst machen. Artemis, tu was. Genau, vielen Dank. Und jetzt noch auf die Waffen gehen. Und jetzt sollten wir eigentlich null Chance haben zu verlieren. So, allerdings werden wir uns jetzt mal um den Rebel Recap kümmern, bevor wir uns um unser Loch kümmern. Die XS1-Story, wie wär's denn, genau, so, vielen Dank. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Jetzt haben wir ein Loch hier drin. Und diese roten Linien bedeuten, dass das Sauerstoff draußen ist. Es ist ganz offensichtlich, dass wenn da ein Loch drin ist, dass der Sauerstoff rausgehen wird. Und was wir jetzt tun, ist alle Türen öffnen, damit sich das Vakuum verteilen kann. Und dann werdet ihr sehen, das Vakuum wird sich verteilen und jetzt wird das Rote hier in der Mitte weggehen. Zumindest langsam. Okay, wir müssen, glaube ich, ein paar Räume mehr öffnen. Genau so. Und jetzt schicken wir mal unsere zwei Leute da rein. Und hoffentlich, denn wenn der Sauerstoff zu niedrig ist, dann werden sie Schaden bekommen. Das ist natürlich schlecht. So. Genau, und jetzt werdet ihr hier rübergehen und geheilt werden, bitteschön. Vielen Dank. So, jetzt schließen wir alle Türen wieder. Das hat ja mit der Luft nicht ganz gut geklappt, aber... Naja, gut. So. Na, Seestern, bitte. Ah, ja, gut. So. Mit zwei Leuten ist das nicht allzu leicht, aber... Wir benutzen mal unseren Scrap und das ist übrigens ein Nebel, wo wir gerade reinfliegen. Das ist, das bedeutet, dass eure Sensoren nicht mehr funktionieren. Ihr ist ein Pirat, den wollen wir angreifen. Auf die Schilde. Und, ja, die Drohnen wollte ich noch erklären. Die Drohnen funktionieren folgendermaßen. Ihr habt ein zusätzliches Modul und habt Drohnen, also wie Waffen, die ihr finden könnt oder die ihr bekommen, kaufen könnt oder sowas. Das war schlecht gerade. Und wenn diese, wenn ihr diese aktiviert, dann zieht ihr eine Drone-Part ab und dann funktionieren sie halt so, wie sie funktionieren. Das heißt, zum Beispiel eine Anti-Ship-Drone, also eine Anti-Ship-Drohne. Anti-Ship-Drohne, so war das. Die wollen uns gerade was andrehen, damit wir sie nicht killen. Nein. Ihr sterbt sowieso. Vielen Dank. So. Ja, die Drohnen werden dann das tun, für was sie da sind. Es gibt Verteidigungsdrohnen, es gibt Angriffsdrohnen, es gibt, Reparaturdrohnen. Boah, ich kann kein Deutsch. So. Aber da kümmern wir uns erstmal drum, wenn wir es auch haben. Und nicht noch erklären, bevor wir... ja. Die greifen hier nämlich eine kleine Station an. Und wenn wir die retten, dann können die uns eventuell Belohnung dafür geben. Ihr solltet also unbedingt abschätzen, ob das Risiko wert ist. Ob es das Risiko wert ist. Drei Schilde. Ich greife euch jetzt an. So, unser Lebenserhaltungssystem ist aus. Das müssen wir ganz schnell reparieren. Ansonsten könnte es sein, dass wir ersticken. Vielen Dank. So, eigentlich wollte ich das Ding nicht aktivieren, die Raketen. Aber naja, gut. Ja, die geben uns nämlich 20 Scrap. So, das reparieren wir. Vielen Dank. Und die Musik ist einfach sehr schön. So, und wir haben 170 Scrap, das ist ziemlich viel. Und mit dem können wir uns jetzt einiges leisten. Also, zuerst einmal nehmen wir eine Energie mehr. Dann können wir uns nämlich auch den zweiten Engine wieder leisten. Haben wir irgendwen, der drunter geht? Nein. Okay, dann, wie wär's denn? Wir haben noch zwei Missiles, das ist schlecht. Wir nehmen auf jeden Fall das Türsystem. Denn, das Türsystem Level 2 erlaubt nämlich, dass die Gegner nicht durch können. Und außerdem, beschützt es einigermaßen vor Feuer. Feuer gibt es nämlich auch in dem Spiel. Aber wie gesagt, das erkläre ich alles, sobald es da ist. Und wir geben uns noch ein Engine und noch eine Energie und zusätzlich zwei Schilde und noch Energie dazu. Dann haben wir nämlich zwei Level Schilde. Und die halten natürlich zwei Hits raus. Aber Artemis finde ich oft. Sobald wir ein bisschen Scrap bekommen, können wir zusätzlich auch noch unsere letzte Engine aktivieren. Oh, Asteroid Field, das ist schlecht. Na toll. Okay, Asteroid Field funktioniert nach dem folgenden Prinzip. Alle paar Sekunden kommt ein Asteroid, also ein Asteroid, und knallt gegen unsere Schilde. Und wenn wir natürlich keine Schilde mehr haben, oder er uns unsere Schilde abschießt, dann, gut, seine Schilde sind down. Jetzt müsste er gleich down sein. Die Asteroiden machen den Rest. Na komm. Boom. Oh, okay. Nein, Artemis, nein. Oh, scheiße. Jetzt habe ich keine Missiles mehr, keine Raketen. Okay. Die sind ausgegangen. Aber auf jeden Fall, ja, es ist, die werden immer dran knallen und ganz offensichtlich, wenn man keine Schilde mehr hat, ist man ziemlich im Arsch. Ich kann leider kein Aufrüsten machen, weil wir nämlich in Gefahr sind gerade. So.
Dann gehen wir jetzt... Oh, noch ein Kampf. Eigentlich kommen gar nicht so viele Kämpfe, aber... Okay, wir haben keine Missiles, das heißt... Und das Event hat uns leider unsere Engines ausgeschaltet. Also würde ich sagen, wir sind ziemlich in einer schlechten Situation gerade. Aua, okay, okay, tut mir leid, aber ich muss gerade mal in den Sensor... Obwohl ich lasse die Sensoren mal aus. Erst einmal. Denn momentan sind wir in einer so guten Situation, da seine Schilde down sind. Und, oh, die Missile hat mich verfehlt. So. Wenn ihre Piloten aus sind, können sie auch nicht mehr dodgen. Die Missile geht hoffentlich daneben. Nein, tut sie nicht. Scheiße, unser Medbay ist down. Okay. Die sind tot, das heißt, wir können jetzt endlich mal, unsere Sachen reparieren. Und 6 Fuel, allerdings kein einziges... Oh, wir hatten einen Breach. Das habe ich gar nicht bemerkt. Genau, so. So, reparieren bitte. Und das hier auch. Vielen Dank, Atofu. So. Ich erinnere mich immer noch an die Seiten zurück, wo wir 3 Crewmember haben und wo mein Name noch vertreten war, aber das ist ja egal. Wir gehen mal zum nächsten Sektor. Und ganz offensichtlich, wegen der Musik können wir hören, dass, kein Kampf stattfindet, noch keiner. Ein kleines Rebellionsschiff, ist ein Transportschiff. Eventuell können wir es angreifen und ihre... Ja, das werden wir mal tun. Und das will natürlich nicht angreifen und wird stattdessen versuchen, wegzufliegen. Genau. Wir haben leider keine Missiles. 0. Versuchen, so schnell wie möglich. Komm schon, daneben. Ja, dankeschön. So, und jetzt greifen wir mal ihr Pilotsystem an. So schnell wie möglich, bevor sie jumpen können. Oh, schon wieder verfehlt. Nice. So, Burst Laser, tu, was du kannst. Yeah, vielen Dank. So, und als nächstes kommen die Waffen ran. Scheiß drauf, ob ihre Schilde wieder online sind. Das ist egal. Schieß. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt kann sie nicht mehr angreifen. Jetzt natürlich nicht mehr. Oh mein Gott, wir müssen weiter angreifen. Okay, los, los. Auf sie. Bevor sie jumpen können. Vielen Dank. So, und als nächstes greifen wir jetzt als letztes die Schilde an. Oder die Waffen, keine Ahnung. Sie werden vermutlich noch feuern können. Nein, doch nicht. Okay, sie sind tot. Alles klar. Oh, wir kriegen Kartendaten. Ist natürlich jetzt ein bisschen nutzlos, weil das nur für den Sektor gilt. Und wir gehen mal in den nächsten. Das gilt nur für diesen Sektor und ich bin ja gleich hier raus. Sultan sind freundliche. Das werdet ihr sehen, weil das grüne Punkte sind. Das heißt, wir sind jetzt in einem Sultan-Sektor. Und die sind normalerweise recht hilfreich, beziehungsweise recht hilfbereit, sagen wir es so. Wie wäre es denn, wenn wir uns noch ein Dings dazu geben? Dann haben wir noch eine Turbine mehr und zusätzlich noch ein Level und eine Energie. Dann haben wir noch mehr. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist einen Sektor besuchen und danach zum Store gehen, damit wir uns ein paar Raketen kaufen können. Und das ist, zum Glück sind wir auch noch... derselbe nochmal. Zum Glück sind wir noch nicht auf Leute gestoßen, die 2 Schilde haben, denn das wäre nämlich fatal. Ich hoffe, diejenigen, die noch kein FTL kennen, warum gehen die Rakete daneben? Okay, egal. Diejenigen, die kein FTL kennen, hoffentlich habt ihr das Prinzip jetzt so ein bisschen verstanden. Ich bin nämlich der Wortgewandste. Und wir haben so viel Dodge Chance, das gibt's gar nicht. Aber, ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden ungefähr. Und, das Ziel ist es eben, bis zum Boss zu kommen. Aber ihr werdet beim ersten Mal auf keinen Fall den Boss schaffen. Ihr werdet wahrscheinlich verrecken, aber es ist nicht schlimm. Dann ist es ein Rook-like. Das bedeutet, wenn ihr sterbt, dann seid ihr down, dann müsst ihr von neu anfangen. Aber ihr könnt Achievements freischalten. Und neue Schiffe etc. Also, es hat sehr viel Wiederspielwert, sagen wir es so. Wir bekommen 2 Missiles, das ist schon mal recht gut. Wir gehen mal zum Store, obwohl... Wir gehen erstmal zu dem hier und dann zum Store. Müssen wir dort kämpfen? Nein, müssen wir nicht. Es ist ein leerer Sektor sozusagen. Und ja, ich werde mal alles erklären, was ich kann, sobald wir es bekommen. Und hier ist ein Laden. Und dort können wir Sachen kaufen, natürlich keine Waffen. Hier ist ein Drone Control Unit, das können wir uns auf keinen Fall leisten. Stattdessen werden wir uns mal Missiles kaufen. Genau. So viele wie geht. Okay, und das, was ich jetzt nächstes mache, ist hier Fuel und das hier kaufen. Okay, jetzt sind wir einigermaßen ausgerüstet. Zwar nicht super stark, aber zumindest haben wir eine Chance. Okay, Mr. Federation Scout. Das hier, der ist von den Federation. Federation sind wir. Allerdings ist das ein Pirat. Und ein Pirat, ihr wisst ja, Piraten machen, was sie wollen. Und, nicht, dass ihr das falsch versteht. Federation sind nicht die Gegner. Das sind wir. Allerdings, Burst Laser, könntest du tun, was ich dir sage. Vielen Dank.
Als nächstes gehen wir mal nochmal auf die Schilde, obwohl mit Artemis auf die Schilde und mit denen auf die Waffen. Die Rakete hat verfehlt, das ist gut. Wir nehmen ihre Bestechung nicht an. So. Stattdessen werden wir mal gucken, was wir jetzt machen können beim Aufrüsten. Wir haben null Scrap, ganz offensichtlich. Aber es ist nicht so allzu schlimm. Vielen Dank. So. Das sind zwei Missiles, da habe ich drauf gehofft. Und ja, wenn was Neues kommt, werde ich es euch erklären. Ja, die Waffen. Also, nur um es mal zu erklären, Artemis, die Missile Launcher, also die Raketenwerfer in diesem Game, haben alle so griechische Namen. Also Artemis, Leto, Hermes, etc. alles. Und ich glaube, das sind griechische Götter. Ja, griechische Götter. Und Artemis ist ganz offensichtlich griechisch, ich bin auch blöd. Aber auf jeden Fall, die haben griechische Wörter. Also falls ihr was findet, was wie sich griechisch anhört, dann ist es ganz offensichtlich ein Raketenwerfer. Dann haben wir den Burst Laser. Und Burst Laser bedeutet einfach nur, dass er ein Damage macht. Also einmal den Schild entfernt und drei Shots macht. Das ist der Mark 2. Der Mark 1 macht 2 Shots, der Mark 2 macht 3 Shots und der Mark 3 macht 5 Shots. Und je nachdem, wie stark das ist, braucht es mehr Power. Und wenn ihr zum Beispiel eine Waffe habt und ihr habt auf eurer Waffe 3 Level hier und habt Waffen, die verbrauchen 4, dann reicht es nicht, wenn ihr genug Energie kauft. Ihr müsst die Waffen auf 4 aufstufen, damit ihr gleichzeitig 4 Level auf von Energie benutzen könnt. So funktioniert das. Und so funktioniert das bei allem, glaube ich mal. Ebenso bei Drone Control. Aber wir werden das die Brücke dann passieren, wenn wir auch an die Brücke kommen. Wie wär's denn damit? Okay. Achso, das ist ein Laden. Ich habe gerade gedacht, wir werden angegriffen. Wie wär's denn, wenn wir unseren Hall ein bisschen reparieren? Ist nämlich nicht gut, wenn wir die ganze Zeit mit so wenig Hall rumlaufen. Aber egal. Wir gehen mal weiter. So. Hier kommen wir an einen Asteroiden-Gürtel. Und wenn wir jetzt das hier drücken, also erforschen, dann könnt ihr eventuell Schaden bekommen. Oh, nichts passiert, okay. Wir haben keinen Schaden bekommen und nichts bekommen. So. Hier haben wir einen Mond. Und dort bekommen wir eine einzige Lebensform in unseren Sensoren. Und wir gehen mal runter und gucken mal. Das hier ist ein alleiniger Überlebender und das hier ist ein gutes Zeichen, denn der alleinige Überlebende, das ist keiner, der irgendwie verrückt ist oder sowas, sondern das ist einfach nur ein alleiniger Überlebender. Wir können ihn entweder nach Hause bringen, aber es tut mir leid, aber ich muss ihn leider in meine Crew aufnehmen. Das ist Charlie und Charlie ist ein, er heißt immer Charlie, ist aber von verschiedenen Rassen. Also Mantis ist eigentlich ein Gegner, aber Mantis sind ganz gut, denn wir können mal ganz kurz bei Equipment gucken, Crew meine ich. Dort steht, sie haben doppelten Damage im Kampf. Also falls jemand unsere Schiffe überfällt, können wir den hier benutzen, um zu kämpfen. Und er bewegt sich schneller, hat aber für halbierten Repair Speed. Das heißt, wir können mit dem nicht so gut Sachen reparieren. Aber wir werden ihn jetzt mal in die Schilde schicken. Obwohl, in die Engines, glaube ich, ein bisschen besser. Und dann der nächste, den wir bekommen, falls wir den nächsten bekommen, hoffentlich an unsere Schilde. So. Wir hätten den natürlich jetzt auch zurückbringen können in seine Heimatstadt. Dann hätten wir einen Tonnen an Scrap bekommen, aber ich wollte mir einen weiteren Crewmember geben. Also, ihr dürft natürlich jetzt gutmütig sein. Ihr dürft gerne Leute nicht killen, falls ihr sie nicht killen müsst. Aber ich würde nicht immer dazu neigen, die gute Möglichkeit zu wählen. Das heißt, wenn jemand euch, wenn ein Pirat hinter einem Zivilistenschiff her ist, und da steht, der Pirat kann euch bestechen und damit ihr ihn in Ruhe lasst, also dass er sein Ding machen lassen kann, dann solltet ihr eventuell auch Ja sagen können. Nur das. Okay, wir greifen den Typen an, der hat nämlich gar keine Schilde. Also ist er praktisch nutzlos. Sobald wir einen Schuss abkriegen, beziehungsweise feuern können, ist er praktisch nutzlos. Und zack, seine Waffen down und das bedeutet, sein Iron Blast ist noch da, der unsere Sachen deaktivieren kann, temporär. Aber das sollte kein Problem sein. Vielen Dank. So. Ja, komm. Feuer das letzte Mal und wir haben gewonnen. Bei so Sachen würde ich ungern Raketen verschwenden. So, wir bekommen 23 Scrap. Und jetzt können wir den Outpost besuchen, der... oh, Hull Repair Drone. Oh, das ist fies. Die geben uns, dass wir ihnen geholfen haben, geben sie uns eben Scrap. Und was wir jetzt bekommen haben, ist eine Drone. Die werde ich wahrscheinlich verkaufen, denn das Ding ist ein scheiß viel an Geld wert. Das ist wirklich heftig,
wie wertvoll die Hull Repair Drone ist. Die werden wir verkaufen. So, hier haben wir wieder mal ein Labor, das naja, in Flammen steht. Und jetzt können wir versuchen nochmal zu... Oh ja, wir bekommen jemanden. Okay, alles klar. Das hier ist ein Zoltan. Und Zoltan haben die geile Möglichkeit, sie haben weniger Leben. Also das ist natürlich nicht geil, aber... John Jones. aber dieses hier ist ein Zoltan, der gibt Energie an die Station, wo er ist. Das heißt, wenn ich ihn jetzt in die Schilde tue hier, dann gibt er den Schilden Energie und ich habe eine Energie mehr. Wenn er aber stirbt, ist die Energie wieder weg. Oder wenn wir ihn rausbewegen, dann ist die Energie auch wieder weg. Von daher ist das recht scheiße, wenn wir den verlieren würden. Aber wir gehen trotzdem mal hier hin und danach zum Exit wieder. Wenn wir es schaffen. Und wir müssen kämpfen. Das ist aber nicht so schlimm, weil die nur recht leicht sind. Apropos leicht, habe ich eigentlich auch leicht gestellt? Ich glaube, ich habe auf leicht gestellt. So, die Schilde sind down, also können wir auf die Waffen schießen. Nehmen wir das an? Ja, das nehmen wir an, bei zwei Raketen. Haben wir unsere Rakete, die wir verschwendet haben, wieder drinnen. Die Rebellen, die hier uns hinterher fliegen, sind bald nah dran. Das heißt, wir sollten so schnell wie möglich zum Exit, aber wir schaffen es noch einmal. Genau. Einmal schaffen es wir noch. Und, ein Mond, der komisch erscheint. Wir gucken mal, was es drauf ist. Ah, ein bisschen Scrap. Okay, alles klar. Kein, Nachteil. Oh, das ist knapp. Das ist knapp. Keine Rebellen. Die haben uns nicht erreicht. Das ist, sehr schlecht, wenn wir die, von Rebellen erwischt werden. Angie Homeworld. Das ist eine neue Rasse. Die zeige ich euch, sobald wir einen Angie bekommen. Aber der Name sollte eigentlich schon verraten, was das für Typen sind. Was das für Typen sind? Nein, was wir jetzt machen ist, wir haben ja eine Energie mehr, also werden wir versuchen, unsere Turbinen aufzurüsten, denn das gibt uns noch mehr Dodge Chance und das ist sehr wichtig. Und wir gehen mal zum Store und dort verkaufen wir unsere Hull Repair Drone. die gibt uns 50, die ist also 100 wert. Ich weiß nicht, ob ich es verkaufen soll. Drone Control, kann ich mir das leisten? Wahrscheinlich nicht. Ja, wisst ihr was, wir lassen es mal und würden mal die Hull Repair verkaufen und bekommen stattdessen voll, verkaufen uns mal davon ein bisschen hier. Genau, du. Crew Teleporter wollen wir nicht, Cloaking auch nicht. Wir gehen mal weiter. Immer darauf wir sorgen, dass ihr genug, Treibstoff habt. So, das hier ist, was ich vorher gesagt habe, jemand, wird von einem, Piraten angegriffen und der Pirat sagt, hier, Leute... Wenn wir euch das hier geben, dann lasst ihr uns in Ruhe. Beziehungsweise lasst ihr uns unser Ding machen. Und bei 3 Fuel, was wir sowieso so wenig haben, muss ich das leider annehmen. Tut mir leid, aber die Typen müssen leider selber zurechtkommen. Oh, das ist ein Kampf. Das ist ein Mantis. Und Mantis sind feindliche Aliens. Sehr, sehr feindlich. Es gibt noch andere feindliche Aliens, aber... Also, wir haben einen Mantis an Bord, aber das ist wahrscheinlich ein gutmütiger Mantis. Also nur deswegen. Oh, wir sollten vielleicht den... Wir schicken mal den Mantis hier rüber. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir... So, was war denn das überhaupt gerade? Ich glaube, das war deren, Oh, das waren deren Schilde, okay, okay. Nee, das waren deren... Bin ich blöd? Achso, ihre Waffen. Ich sehe das gerade nicht, weil mein Bildschirm so ein bisschen, Und mein Bildschirm hat ja ein paar, Lecks, sag ich mal. So, du, mein Freund, bist, gleich tot. So, Mantis, du gehst wieder zurück an deinen Posten, bitte. Vielen Dank. So, der ist tot. Wir haben ein bisschen Schaden bekommen, sollte aber nicht so von großem, ganz großem Problem sein. Wir bekommen genug Sachen und jetzt, was wir jetzt tun müssen, ist da möglichst alle Türen öffnen. Genau, alle Türen öffnen. Und jetzt alle Leute reinschicken. So, hoffentlich hilft das was, ich glaube nicht. Komm schon, komm schon. Okay, wir müssen sich dann wieder rausschicken. Wir schicken mal alle Leute wieder raus. Schließen alle Türen. Und zwar mit X kann man alle Türen schließen. Und, Medbay, soll ich denn eventuell... Ja, wisst ihr was? Wir machen nochmal eine Engine. Machen Medbay runter und dann anschließend das hier. Artemis brauchen wir noch. Na, oh, oh, ganz vergessen. Okay, Sultan, gehen wir bitte da kurz rein. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Jetzt schicken wir den Mantis wieder hier rüber und den hier zu den Waffen. Und übrigens, die Leute können sich skillen, wie ihr sehen könnt hier. Je mehr sie an den Waffen sind, also an der Station, desto mehr skillen sie es und werden besser da drin. Das heißt, bei Dodge Chance zum Beispiel, der Mantis, wenn er ein Level erreicht, was er noch lange nicht tut, bekommen wir noch mehr Dodge Chance dazu.
Aber das werden wir merken, sobald sie ein Level bekommen. Noch passiert da nämlich nichts. Okay, oh, die wollen uns Drone-Parts verkaufen. Nein, wollen wir leider nicht. Wir brauchen keine Drone-Parts. Okay. Das ist, anscheinend, wollen die uns ein bisschen Arbeit andrehen. Okay. Oh ja, ein paar Leute sind, zu, Piraten gewechselt. Also sind, haben sich entschieden, Piraten zu werden. Wir sollen den von ihrer, naja, sagen wir mal, von ihrem Prinzip, abbringen. Von ihrer, von ihrem Weltbild, sagen wir es so. Indem wir sie angreifen und dann, sozusagen kurz bevor sie sterben, dann sagen, hey Leute, wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr aufhört, Piraten zu sein. Und, dafür geringen wir Geld. Und das passiert jetzt. Und wir bekommen sogar eine Waffe dafür. Und das ist eine Firebomb. Und, die Firebomb macht keinen Damage, aber, fackelt alles ab. Und deswegen, werden wir mal gucken, was wir damit anfangen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nützlich sein wird. Und, die Mantis haben gerade unsere, Engines gehackt. Das heißt, wir haben kaum Dodge Chance. Und müssen ohne Dodge Chance ausräumen. Und Teleporter auch noch. Alles klar. Dann machen wir mal das hier. Seht mal zu, was jetzt passiert. Achtung. Die Leute werden erstickt, weil ich nämlich den Sauerstoff rausziehe. Und jetzt kriegen sie ein bisschen Schaden. Und, Achtung. Ihre Schilde sind down. Das heißt, ich schließe mal alle Türen wieder. Und, genau. So, und jetzt mit Burst Laser auf ihre Waffen, wo auch immer die sind. Ich sehe das nicht. Ich glaube, die sind hier. Ich sehe die Waffen. Ich glaube, die sind hier. Ja, die sind da. Vielen Dank. Okay, jetzt sollten wir unseren Mantis dahin schicken. Dann nämlich doppelten Angriff. So. Ich hoffe, unser Typ stirbt denn nicht. Das kann nämlich ein bisschen knapp werden. Oh, ja, sie sind verschwunden. Alles klar. Dann schicken wir mal alle Leute in den Medbay. So, wir bekommen Scrap dafür. Und Fuel. Also Treibstoff. Und Charlie bringen wir, sobald er geheilt ist, wieder zurück an seinen Platz. Und Seestern ebenfalls. Oder Sester. Sester. Seester. Sester. Okay, die Engines haben eins weniger. Ich glaube... Warum haben sie eins weniger? Oh ja, weil Medbay an ist. Okay, alles klar. Okay, was wir jetzt tun können, ist unsere Sensoren mal ein bisschen erhöhen. Obwohl, soll ich die Firebomb installieren? Ich habe nämlich nicht so viele Missiles und Bomben brauchen ebenfalls Missiles. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das tun soll. Vor allem, weil es zwei verbraucht. Anstattdessen, wir gehen doch lieber mal zu einem Store und gucken mal, ob die Waffen für uns haben. Eine andere Waffe, die ich besser benutzen könnte. Nein, nur Drohnen. Okay. Hm. Crew-Teleporter. Hm. Wisst ihr was? Wir verkaufen den Firebomb. Ist zwar eine eigentlich recht gute Waffe, aber... Den Crew-Teleporter nehmen wir nicht. Stattdessen kaufen wir ein paar Missiles. Und Fuel. Fixen unser Hull. Und gucken mal beim nächsten Shop. Wir haben nicht genug Scrap dafür. Und springen mal hier die ganze Zeit herum und erforschen ein bisschen, bis die Rebellen da sind. Okay. Du überhörst ein Mantis-Gechatte. Der Rechte fängt an zu schimmeln. Tötet ihn. Nehmt ihm seine Finger ab. Schmeißt ihn aus dem Airlock raus. Okay, die sehen nicht wirklich freundlich aus. Okay, vielen Dank. Attack the ship. Wir haben Chance gegen die. Wir haben nur ein Schild. Das war gerade eine ganz üble Übersetzung, aber ihr kennt mich ja mittlerweile. Wenn ihr meinen Scribblenauts LP schaut, dann wisst ihr ja, wie ich so ein bisschen drauf bin. Ich umschreibe viel. Die Waffen sind down. Und sie haben zwei Beam-Weapons. Und Beam-Weapons will ich euch ganz kurz erklären. Die, keine Rakete feuern, bitte. Beam-Weapons funktionieren nach dem folgenden Prinzip. Man kann sie durch die Räume durchjagen. Und jedes Mal, wenn sie in einen neuen Raum feuern, also sagen wir es mal, wir feuern so zum Beispiel einen Laser durch die Engines durch bis zu den Waffen. Und dann würde es die Engines und die Waffen angreifen mit jeweils so viel Schaden, wie die Beam-Weapon macht. Allerdings geht es durch keine Schilde durch. Das bedeutet, können wir es noch? Ja, wir schaffen es noch einmal. Das heißt, wir müssen die Schilde komplett ausschalten, um den Beam zu benutzen. 6 Fuel. Oh, wir können ja Fuel kaufen. Das ist ein bisschen billiger als, ja, das ist perfekt. Ein bisschen billiger als bei, Ikea. Nein, als bei den normalen Stores. Und deswegen kaufen wir ein bisschen. Und, Repair Damage? Nein, wir haben kein Damage. Also können wir Uncharted Nebula. Das ist schlecht, wenn wir in die Nebel müssen, aber ich habe mich selber dazu entschieden. Okay, wie wäre es denn, wenn wir unsere Sensoren nicht aufleveln, weil die nämlich nutzlos sind gerade. Aber unseren Piloten aufwerten. Aber nicht, ja gut, den müssen wir sowieso nicht powern.
Die Subsysteme brauchen übrigens keine Energie, sondern nur die Systeme, die normalen. Oh, 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 wir sind in einem Plasma-Storm, da will ich aus... Verdammt.